Grüß Gott. Darf mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Georg, dass du mich in diese wunderbare Umgebung eingeladen hast. Ich freue mich ganz besonders. Auch der Herrgott hat offensichtlich ein Auge auf uns. Er schaut direkt auf deine NADH-Produkte drauf, ohne Salzburger Schnürlregen zu meiner Person. Ich bin nicht Forscher, ich bin Anwender. Ich bin Allgemeinarzt, war bisher in Deutschland, bin jetzt in Österreich, in Dornbirn. Und verwende das NADH schon sehr lange, habe auch schon ein paar Vorträge mit dir zusammen halten dürfen und habe mir jetzt natürlich überlegt, was könnte ich denn Neues bringen, und deswegen habe ich einfach ein paar Bilder aus meiner Praxis mitgebracht. Muss ich jetzt auf die Maus drücken oder aufs Tastenfeld? Der da? Ich hoffe, Sie verstehen mich, auch die Übersetzer. Ich habe Originalton Süd. Müssten es vielleicht dann hier mit Unterschrift. Okay, zunächst einmal, was kann ich Ihnen heute anbieten? Das ist NADH, ganz kurz nochmal, das machst du viel besser. NADH zur Energiegewinnung, die Mitochondrien und wie kann man das messen zum Beispiel und dann Anwendungsbeispiele. Ich versuche mich ein bisschen schnell zu fassen. Das kennen Sie alles, NADH, das reduziert wird zu NAD, dabei entsteht eigentlich Strom in der Zelle. Unsere Mitochondrien, die Kraftwerke, wo entsteht das NADH, beziehungsweise das ATP? An der inneren und mittleren Membran der Mitochondrien. NADH ist aber als Energieproduzent ja nur ein kleiner Baustein, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Das NADH ist ja an viel mehr Reaktionen beteiligt, das darf man nicht vergessen. Ist ein hervorragender Radikalenfänger, in der heutigen Zeit sehr gefragt natürlich. Auch politisch. Wie viel ATP produziert der Mensch am Tag? Sie wissen sicherlich, Schätzung, wie viel würde ich produzieren heute? Über den Tag. Das passt sehr gut, Sie haben mich gut eingeschätzt. Es sind ein bisschen mehr, 85 Kilo. Ich habe einen Kopf zugemacht, dass man es nicht so sieht. Also man produziert so viel ATP, wie man wiegt. Der Sportler natürlich etwas mehr, aber im Schnitt so viel, wie man wiegt. So, das war die richtige Antwort natürlich. Die Symptome der nachlassenden Energie, die Muskelkraft lässt nach. Die Müdigkeit kommt. Müdigkeit, ganz, ganz wichtig in der Allgemeinmedizin. Eines unserer Hauptbeschwerden, die Patienten kommen und sagen, ich bin müde. Was hat er denn jetzt? Hat er einen ATP-Mangel? Hat er eine Depression? Was hat er denn nun? Und das kann ich natürlich sehr schön auch mit NADH abtesten, dass man es mal probehalber gibt. Ist es jetzt nun wirklich ein Energiemangel durch ATP-Mangel bedingt? Oder ist es eventuell eine Depression? Allerdings wirkt es bei der Depression auch recht gut, werden wir gleich sehen. Die Konzentrationsstörungen, Sie sehen, ich habe zu viel NADH geschnupft heute früh. Ich habe es einfach weggeblasen. Die Konzentrationsfähigkeit, das war gerade die Sache mit dem Anti-Aging, das Gedächtnis, das wieder besser wird, die Sehkraft, ganz, ganz wichtig, Riechvermögen beim Parkinson-Patienten, ganz wichtig, Riechvermögen, das Hörvermögen, die Knochenbelastbarkeit, die Hautelastizität und die neuronalen Störungen. Die Erkrankungen der Zukunft sind ja die neurodegenerativen Erkrankungen. Messen kann man das mit verschiedenen ganz, ganz einfachen Testen. Und so, das ist ein Patient von mir, so schaut der Patient aus, wenn er 60% seiner Mitochondrien verloren hat. Ja, das ist ein ganz lieber Patient, der mittlerweile nicht mehr lebt. Und Sie sehen, selbst die Katze hat so empathisches Gefühl dabei, dass er sich gleich dazu gelegt hat. Und das war die Altenheimkatze. Übrigens, er hat immer sein ganzes Leben lang Katzen gehasst. Wie er gestorben ist, war nicht seine Frau dabei, sondern die Katze. Sie sehen, das sind... Nein, jetzt sage ich lieber nichts. Gut, wie kann ich denn eigentlich messen, ob ich NADH brauche? Die Hohe Schulmedizin sagt, wir brauchen keins, wir haben genügend.
stimmt nicht. Ich kann es ganz einfach abtesten, zum Beispiel über einen Thiomersal-Test. Ich verwende den nicht. Man vergiftet die Mitochondrien und schaut, wie lange sie brauchen, bis sie sich erholt haben. Ich habe es anders gemacht. Ich stimuliere einfach mit NADH, 60 Milligramm zum Beispiel, und schaue, ob es ATP hochgeht. Die ATP-Messung ist relativ einfach. Ich will jetzt nicht ins Detail reingehen, sonst sprengt es den Rahmen. Aber man kann das ATP in den Granulozyten sehr schön messen. Dann haben wir mal so einen Basischeck gemacht bei uns in der Praxis. Es waren 41 Patienten. Davon hatten 52% normales ATP, also normaler ATP-Gehalt. Das waren also Gesundheitschecks bei Privatpatienten, muss ich dazu sagen. Beim Kassenpatienten kann ich es nicht machen. Das waren ganz normale, gesunde Leute, die einfach mal wissen wollten, wo sie stehen. Aber 48% dieser Patienten hatten einen deutlichen Mangel. Und das ist ja nicht wenig. Dann haben wir zum Beispiel diesen NADH-Belastungstest gemacht. Und dann sieht man zum Beispiel bei dem Patient F. Michael, dass der eine Steigerung von 409% ATP hatte, nachdem ich ihm 60 Milligramm NADH gegeben habe. 409%, das ist gewaltig. Andere weniger, je nachdem, von welchem Punkt aus sie gegangen sind. So, jetzt kann ich zum Beispiel die mitochondriale Aktivität messen. Das sind die LDH-Isoenzyme, die Laktat-Pyruvat-Unterschied, da gibt es ja verschiedene bis 5 Enzyme, dann das ATP direkt, M2PK kennen Sie als Tumormarker für schnell wachsende Zellen, aber wir haben es jetzt nicht im Stuhl gemessen, sondern im Blut, dann ist es nämlich ein Parameter für die mitochondriale Funktion. Die Laktaterholungszeit, man kann auch das mitochondriale Membranpotenzial messen, aber da brauche ich ein spezielles Gerät dafür. Vorteil ist, ich spreche die Sprache der Wissenschaft. Das heißt, ich kann mit Kollegen diskutieren und sagen, schaut mal, da ist das ATP deutlich vermindert, das ist verständlich in unserem medizinischen Denken. Der Nachteil ist, diese ganzen Teste sind sehr teuer. Ein ATP-Test kostet 80 Euro, zwei brauche ich ja, Vor- und Nachstimulation, 160 Euro, das geht ins Geld. Und wenn ich Verlaufskontrollen machen will, dann habe ich ein Problem. Es kommt vielleicht für den Anwender noch ein Aspekt hinzu, wer verdient eigentlich das Geld? Nicht ich mit meinem Wissen, sondern das Labor, später natürlich der Apotheker. Und der behandelnde Arzt hat eigentlich gar nichts davon. Also haben wir gesagt, wir brauchen irgendeine Methode, die schnell geht und die also mehr die Wertschöpfung beim Behandler lässt. Und da hat sich bei uns die Mora-Diagnostik bewährt. Sie sehen hier einmal vor NADH, das Schema ist ein bisschen erklärungsbedürftig, aber Sie sehen, wie er mehr in die Katabolie reingeht, also er sollte eigentlich hier in dem Kreis drin bleiben, oder eine Dame war es in dem Fall, sollte hier in dem Kreis drin bleiben, das war vor NADH. Nach NADH ist es völlig ausgeglichen hier und das sagt mir, das ist jetzt die Patientin, wo ich das anwende, ist eine ältere Dame, die noch sehr vital ist, an die 90 Jahre hingeht und die kriegt jetzt eben regelmäßig das NADH und ist auch sehr zufrieden, das ist die Aussage der Patientin und die Wertschöpfung ist letztendlich bei mir geblieben und beim Apotheker. Das als praktischer Hinweis. Wenn Sie mehr wissen wollen über Mora, es gibt Leute, die wissen da viel besser Bescheid als ich. Da hinten sitzt die Frau Young und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, die kann sie Ihnen viel besser erklären als ich. Das Mora-Gerät steht da vorne. Sie können dann in der Pause sich auch durchmessen lassen, vor und nach NADH, wie es wirkt. Das ist ein Patient, Sie sehen, 28.03.2018 kam der zu mir. Das ist ein metastasierendes Kolonkarzinom und man hat dem Patienten jetzt den Anus Präter rückverlegt. Mit dem Ergebnis, dass die Wunde gleich wieder aufgeplatzt ist. Also es ist ein Platzbauch. Wenn Sie da in die Tiefe reinschauen,
sehen Sie Peritoneum und Derme. Also das ist ein offener Bauch, der ist einfach offen. Man hat den Patienten aus Kostengründen, er ist Kassenpatient, nach Hause geschickt, also blutig entlassen, wie wir sagen. Ne? So ist doch der Hausarzt machen. Ne? Und Karzinom hat er eh, ist eh schon wurscht. Ne? Das soll der Hausarzt machen. Was machst du jetzt da? Verbände, ja. Sie sehen, das ist ungefähr 4 Zentimeter groß. Jetzt habe ich mir gedacht, Georg hat mir freundlicherweise NADH in Pulverform zur Verfügung gestellt. Und was passiert? Nach 2 Wochen, hier sehen Sie, dass der Blick aufs Peritoneum bereits verschlossen ist. Wir haben also NADH-Pulver direkt reingeschüttet. Und so schaut es am 16.04. aus. Georg, der Applaus dient dir. Ja. Ich habe Ihnen extra hier noch ein Bild dazu gemacht, wo wir das Pulver aufgestreut haben, dass Sie auch sehen, das ist kein Fake. Wir haben es lokal angewendet, nicht oral oder systemisch. Und Sie sehen, die Wunde ist am 16.04. fast zu. Da sehen wir nochmal freundlicherweise hier, dass wir das zur Verfügung gestellt bekommen haben. Der Patient selber hätte es sich nie leisten können, wirtschaftlich. Nicht? Der Krebspatient ist von der Kasse einfach alleingelassen. Nicht? Der kriegt eine Chemo für ein paar 10.000 Euro und dann kann er halt etwas ungemütlich sterben. Nicht? Aber wie gesagt, ganz schnell, 17.04. war das. So, und ich bin gestern nochmal in die Praxis reingefahren. Das war jetzt vom 20.04., also gestern. Sie sehen, die Wunde ist so gut wie verschlossen. Wie lange schätzen Sie, dass so ein Bauch braucht, bis er zugeheilt ist? Normalerweise Monate. Ne? Ich habe mir vom Chirurgen sagen lassen, er schätzt 4 bis 6 Monate. Ne? Wir haben es in 3 Wochen geschafft mit NADH. Gell? Also und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz ausdrücklich bei dir bedanken, Georg. Es wäre ohne dich nicht möglich gewesen. Der Patient ist überglücklich. Er war zunächst sehr, sehr skeptisch, weil die Chirurgen im Krankenhaus ihn natürlich verunsichert haben gegen meine Therapieform, weil das kannten sie nicht. Aber ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns das ermöglicht hast, dieses Ergebnis. Das ist das Wunderpulver, das der Dr. Retzel einsetzt. Man kann sagen, ist der Ruf erst ruiniert, so behandelt man doch ganz ungeniert. Ne? Okay, ich mache schon seit langem OP-Vorbereitung mit 60 Milligramm NADH oral am Tag vor der OP. Wir geben aber auch Vitamin C mit dazu, zusätzlich. Und wenn möglich, vor jeder Operation wirklich den Darm leer machen. Warum? Das sind Entzündungsradikale und der Körper muss sich wirklich auf den Heilungsprozess konzentrieren. Ich habe ein Beispiel, 2 Kollegen mit Hämorrhoiden-OP, dieselbe Operation. Der erste Kollege ist nach einem Tag nach Hause gegangen, schmerzfrei. Der zweite Kollege, der das nicht gemacht hat, hat nach 14 Tagen immer noch Opiatpflaster gebraucht. Also diese Vorbereitung mit NADH plus Ascorbinsäure ist wirklich eine tolle Sache. Und denken Sie bitte, auch wenn die Chirurgen über Sie lachen, Darm leer machen vor der OP. Hat man früher, glaube ich, viel öfters berücksichtigt. Heutzutage spielt das keine Rolle mehr. Ne? Ja, Blattbooster, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, sonst kriege ich mein Profil dann nicht mehr hin. Blattbooster, was ist ein Blattbooster, NADH? Altes Naturheilmittel, die Eigenblutbehandlung. Der Herr Professor Nasir Kul war, glaube ich, bei Professor Herget und der war ja da auch federführend in der Eigenblutbehandlung. Blut ist ein ganz besonderer Saft, wissen wir seit Goethe. So, Eigenblutverfahren, was gibt es? Das Native, einfach das Blut so wieder spritzen, dann die behandelten Eigenblutverfahren, Homöopathie, Ozonlaser, vorbehandeltes Eigenblut, separiertes Eigenblut, Platelet-Rich-Plasma oder ACP, hat eine ganz große Renaissance, wirkt wunderbar. Und ich habe mir jetzt erlaubt, das zu modifizieren. Wir geben eine halbe Stunde vor der Blutentnahme 60 Milligramm NADH. Warum? Welchen Apfel würden Sie lieber essen?
blöde Frage, gell? Ja? Und so schaut das Blut aus, vor der Eigenblutentnahme. Ja? Da haben wir eine Patientin, Sie sehen, dieses Blut, das ist adhesiv, also energiearm. Eine Stunde nach Gabe von 40 Milligramm schaut das Blut wieder ganz jugendlich frisch aus. Warum soll ich dem Patienten, der auch noch viel Geld bezahlt für ACP-Behandlung, warum soll ich den so einen faulen Apfel da injizieren? Also erst den Patienten vorbereiten, Blood Booster oder Pimp Your Blood, kann man auch sagen. Ne? So wie ich das Auto auch aufrüsten tue, einen Chip rein tue, einen Tuning-Chip, so mache ich das mit dem Blut. So, und deshalb diese Verbesserung des Blutes mit NADH. So, was machen wir eigentlich bei der ACP-Behandlung oder PRP-Behandlung? Es ist immer dasselbe. Autonomous conditioned plasma, also known as ACP, is a technology that isolates platelets and growth factors within a plasma layer, separate from the red and white blood cells in the blood. A maximum of 16 cc's of blood is drawn by pulling back on the outer portion of the syringe. When working with a single syringe, you must use a counterbalance for spin and place opposite the double syringe. The blood is spun at a rate of 1500 revolutions per minute for 5 minutes. Total einfache Methode. Once the centrifugation is complete, the double syringe is removed from the bucket, taking care not to tip or agitate the separated layers. The yellow plasma layer is then removed by gently pushing down on the outer portion of the syringe while pulling back on the innermost plunger. The inner syringe is then twisted in a counterclockwise direction and removed. A needle or cap is placed on the syringe for use at the point of care. Outside the bloodstream, platelets become activated and release proliferative and morphogenic proteins. These proteins appear to work synergistically to invoke the following benefits: induce proliferation and differentiation of various cell types, such as progenitor cells, osteoblasts, and epidermal cells; enhance, modulate production of collagen, proteoglycan, and tissue inhibitor of metalloproteinases, TIMP; stimulate angiogenesis and chemotaxis. Okay, wo verwende ich ACP oder PRP? Vielleicht noch mal ganz kurz dazu, wir verwenden dieses System, das sehr, sehr teuer ist, mit 50 Euro pro Spritze Materialkosten, aber der Vorteil ist, ich bleibe immer in einem geschlossenen System drin, wenn ich Assistentinnen dabei habe, die können eigentlich nichts verkehrt machen, arbeite ich in einem offenen System, ist es wesentlich billiger, da kostet das Röhrchen, glaube ich, 50 Cent, aber ich habe immer ein offenes System und wenn ich mich nicht verlassen kann, dass es richtig verarbeitet wird, dann gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus. Und dann habe ich wirklich eine sterile Angelegenheit. Ne? Und wo verwende ich das? Ganz viel in der Orthopädie, in der Traumatologie, bei vertebragenen Erkrankungen. Ich kann Facetten anspritzen, zum Beispiel bei Rückenschmerzen, bei Bandscheibenvorfällen. Wundheilungsstörungen haben wir schon gesehen. So, und jetzt will ich Ihnen was sagen oder was zeigen, was vielleicht wenig bekannt ist. Der O-Shot in der Gynäkologie, Orgasmus-Shot, bei Atrophie, Dystrophie, Schleimhauttrockenheit, Inkontinenz, Beckenbodenschwäche und verminderter Orgasmusfähigkeit. Ich zitiere nur aus der Literatur, ich selber mache das nicht. Da ist nochmal die Übersicht. Seit 5 Jahren machen sie das in Amerika, der Name ist geschützt, der O-Shot. Na, da haben sie das Ganze nochmal. Man kann auch separat einmal drauf eingehen. Ne? Und in der Männermedizin, das mache ich, ich bin Arzt für Männergesundheit, erektile Dysfunktion, denken Sie bitte an die Diabetiker, die sehr darunter leiden. Da wird auch dieses ACP verwendet bei uns und das wird im Bereich der Peniswurzel appliziert, die Amis tun es direkt in die Schwellkörper reinspritzen, das mache ich nicht, das ist immer zu heiß, die Kiste. Aber es funktioniert genauso, ich habe einen Patienten, der hat 100 Milligramm Viagra gebraucht, und es war nichts mehr, es war absolute Pause. Und
da haben wir jetzt, den haben wir so weit, dass er mit 25 Milligramm Viagra wieder topfit ist. Und das ist wirklich bei Diabetikern ist das schlimm. So, jeder zehnte Mann ist betroffen irgendwann, ca. 70% sind organisch bedingt, 30% psychisch. Ist es eine Gefäßkrankheit, ist es eine psychische Erkrankung, ist es ein Hormonmangel, sind Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck etc., sind es neuronale Störungen, mitochondriale Defizite, iatrogene Ursachen, Medikamente, denken Sie an die Beta-Blocker, machen die Männer wirklich stabil, soziale Umstände. So, da haben wir nochmal die organischen Ursachen, da gehe ich jetzt mal schnell drüber. Behandlung der ED durch Erhöhung des endothelialen NO. Und das haben wir gerade vorhin gehört im Vortrag, gerade mit dem NADH kann ich das gut machen, in Verbindung mit Arginin. Früher gab es ja das Astarte, gibt es ja nicht mehr, deswegen nehmen wir jetzt das Wischen her. Nicht? Früher haben wir gesagt, wir saufen uns schön, nicht? Jetzt machen wir das mit NADH. Hemmung des NO-Abbaus oder Erhöhung der NO-Produktion, man kann natürlich auch beides machen, funktioniert auch. Ne? Da ist nochmal dasselbe Schema, das wir schon gesehen haben. Was passiert eigentlich durchblutungsmäßig? Wir haben hier einen ABE-Index gemacht. Ist ein ABE-Index geläufig? Allen, nicht? An allen vier Extremitäten messen und diesen Index bilden, das macht der Computer. Und Sie sehen, wir haben hier, geht ja nicht mehr, doch, da, hier, auf der rechten Seite ein Index von 0,97 und 0,93, also der ist eigentlich nicht krank. Und nach ATP, nach NADH, haben wir 1,19 und 1,17. Also ich kann es beim Gefäßkranken einsetzen, aber Sie sehen auch, die Wirkung ist gut messbar. Sie brauchen nicht auf Glaube, Liebe, Hoffnung setzen. Es ist wirklich ein wissenschaftlich bewährtes Prinzip. Also der ABE-Index geht immer wieder deutlich hoch. Beeinflussung der erektilen Dysfunktion mit NADH, es steigert Dopamin, Adrenalin nachhaltig, es wirkt antidepressiv, also auch da haben wir einen Vorteil und die Erhöhung der Blutqualität, das ist dieser Priapus-Shot, kommt vom Priapismus her, Priapus-Shot und wie gesagt die gefäßerweiternde Wirkung und die stimmungsaufhellende Wirkung. Man kann es natürlich auch in der ästhetischen Medizin verwenden, das ist das Vampire Lifting, auch geschützter Name. Auch hier zum Beispiel mit Needling kann man es gut machen oder mit Injektion kann man es machen. Aber was will ich mit so einem alten Blut, siehe den Apfel oder siehe im Dunkelfeldmikroskop, ein energieschwaches Blut, dann habe ich auch energieschwache Platelets, dann habe ich wenig Wachstumsfaktoren. Also bitte PRP oder ACP vorbehandeln mit NADH, dann habe ich hochqualitatives Blut zur Verarbeitung. Da können wir mal drüber hinweggehen. Ja, hier haben wir noch was Interessantes, NADH zur Inhalation. Da, wir haben ein Energy-Gerät, die Firma Energy sagt, es erhöht die Energie. Also Patienten sagen tatsächlich, es geht ihnen besser. Aber nicht unmittelbar danach, da sind es alle müde erst einmal. Und dann haben wir mal nachgemessen mit ATP-Messung in den Granulozyten. Und die Aussage, es erhöht die Energie, konnte man einfach nicht bestätigen. Wir haben mehrfach gemessen, es ist runtergegangen, das ATP ist runtergegangen. Da sage ich zum Günther Schulten, du, das stimmt nicht, was ihr erzählt, Energie geht hoch. So, mach dir aber keine Sorgen, es ist nicht Raumluft, die ihr da durchpresst und zu nassiven Sauerstoff verarbeitet, sondern es passiert ja wirklich was. Es wird ein energieverbrauchender Prozess angestoßen, also irgendwas wird angestoßen. Aber die Aussage, dass die Energie steigert, die stimmt nicht. Aber jetzt machen wir eins, jetzt mischen wir das NADH dazu. Ne, dann haben wir, das ist eine COPD-Patientin, ne, das ist jetzt, muss ich noch mal kurz zurück, die Patientin hat immer eine FEV1 von so 40, 45 gehabt. Die haben wir nach 6 Wochen, haben wir die auf 65 raufgebracht, 70 ist ja schon normal. Also die hat sich erheblich verbessert mit der Kombination NADH plus Energy. Hat super funktioniert. Das war, soweit ich weiß, das war Grippepatientin. Genau, und da ist auch unmittelbar, da war ja die FEV1 vermindert. Sie sehen hier die Werte, hier unten, wo sind sie, FEV1.
Da ist es Soll, Moment, ich muss mal ein bisschen um die Ecke schauen, da ist es so klein dargestellt. Auf jeden Fall geht es sofort um 10 Einheiten hoch. Sie sehen es auch hier an der Kurve, wie die sich schlagartig verändert. Dann kann man es natürlich mit Ultraschallvernebler machen. Also, das bedeutet, NADH wirkt bei erektiler Dysfunktion, Depression, Hypertonus, Diabetes, Mitochondriopathien. Im Sport haben wir große Erfolge gehabt. Es erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit. Das habe ich mit einer unserer Lehrlinge gemacht. Einfach die sollte Reaktionsgeschwindigkeit mit dem Lineal messen. Sie sehen, da hält es, dann lässt es fallen und dann kommt hier so 2-3 Zentimeter kommt es zum Stoppen. Nach NADH ist sie wesentlich schneller. Dann habe ich das mit einem Patienten noch gemacht. Da haben wir einen Besen einfach genommen. So, das war vor NADH. Haben wir markiert. Stören sich nicht an dem Rauschen. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Und jetzt mit NADH. Die Reaktionsgeschwindigkeit hat sich um eine Handbreit erhöht. Er reagiert wesentlich schneller. Stabilometrie, ganz kurz nochmal, vor NADH wackelt der Patient, also wir messen einfach, wie der Patient steht. Ne? Und dann sehen Sie, wie er da mit offenen und mit geschlossenen Augen, der hat eigentlich keine Erkrankung, aber Sie sehen nach NADH, wie der plötzlich symmetrisiert und ganz stabil dasteht. Also NADH tonisiert die Muskulatur, verbessert die Koordination, führt zu einer besseren Haltung, scheint sowohl auf die periphere, auch auf die zentrale Stellwirkung einzuwirken. Bei Depressionen zitiere ich jetzt nur ein Buch von der Petra Schürmann. Sie wissen, ihre Tochter ist auf der Salzburger Autobahn durch einen Geisterfahrer zu Tode gekommen. Die Eltern haben das sehr schwer überwinden können. Unter Antidepressiva wurde es nicht besser, erst wie sie es NADH regelmäßig dazugenommen haben, weil es Dopamin erhöht wird. Und er hat dann gleich ein Buch geschrieben drüber und da wirst du auch zitiert, du kennst ja dieses Buch, möchte darauf verweisen, also bei Depressionen kann man es zusätzlich auch ganz gut verwenden. Da gehe ich jetzt einmal drüber. Wer braucht es noch? Sportler. Ich bin da ein bisschen involviert im österreichischen Tennisverband. Das ist Sportlerin des Jahres 2014. Ich habe das Gesicht geschwärzt, weil man keine schriftliche Einverständniserklärung haben von ihr. Sie ist also wirklich von Platz 78 Weltrangliste auf 28 gekommen, nach halbem Jahr, glaube ich, war es, oder? Also die ist explodiert regelrecht. Und den Herrn, also der stammt nicht aus einem Reklamefilm von der Bundeswehr, das ist mein Sohn, zu meinem großen Unglück macht er genau das Gegenteil von mir. Er ist in der Spezialeinheit, die darf ich jetzt nicht nennen, weil das der Geheimhaltung unterliegt und ist derzeit im Auslandseinsatz. Und er hat immer NADH verweigert, weil Soldaten sind unkaputtbar. Die nehmen nichts. Jeder Sportler nimmt irgendwas, nur die Soldaten nicht. Die trinken mal Alkohol, aber auf gar keinen Fall leistungssteigernde Substanzen. Und er ist jetzt im Ausland und fordert regelmäßig NADH an, weil jetzt merkt er, er muss Malarone nehmen, er ist diese volle Kampfbekleidung und bei großer Hitze. Und jetzt schickt man also regelmäßig so alle 14 Tage eine Packung NADH dorthin. Also Polizisten brauchen das. Das wär's für heute. Ich hoffe...